So ein Bitgen wieder was draufsetzen. Das gefällt mir ganz, ganz gut so. Oh, der Pixelpanda, da, der ist da. Guck mal einer an. Begrüße dich. So. Jetzt bauen wir hier gleich nochmal weiter. So, du willst einen Pseudo-Schornstein haben, ja? Ja. Okay. Ist ja egal, wo er hinkommt, ne, oder? Ist egal. Okay. Oh, das ist das Verkehrte. Das war der Fall von den normalen Steinziegel. Ich wollte die auch in die Pflastersteine hier haben, die mir schöner sind. Oh, der Age Sunny ist auch mit dabei. Ich begrüße euch. So, jetzt hast du hier einen Pseudo-Schornstein drauf. Ist der das so recht? Ja. Okay. So, ich muss hier auch noch die auch noch dran bauen. Ist das doof? Darum geht das auch gerade nicht. Oh, toll. Okay. Dann machen wir die doofe Arbeit erstmal als erstes. Bin ich wieder zu dicht? Oh, ich baue das wieder so hin, das scheiß Ding. Oh, jetzt falle ich runter. Super. Ich bin der Held. Da knattert irgendwo eine Spinne. So ein Mistvieh. Zucken wir jetzt mal wieder drauf rum. Ach. Mr. und Mrs. Creeper sind da unten. Was sagt uns das? Blödes Geschleiche, echt, ey. Wir haben noch zu wenig Licht. Das sagt uns das Ganze. Unbedingt mal so einen Tinkersbogen vielleicht mal machen. So. Ah, gerade habe ich es rausgefunden, wie es geht. Hey! Da habe ich soweit, ja. Geht doch. Da muss ich nachher auffüllen. So, eins höher. Der setzt wieder verkehrt rum hin. So, fragen sollte ich, brauche noch ganz viele Steinziegel. Ja, Tonziegel, diese roten. Ja, die roten, ja, die Ziegelsteine. Ich produziere schon wieder. Das ist doch schön. Die hier habe, die werden nämlich nicht reichen. Ey, das reicht ja auch nicht, das ganze Knicken. Alles verbraten? Dann wäre alles weg. Na klar. Kommen wir wieder zurück. Ja, du machst das schon.
So. Hüpf, hier unten runter. Ich habe noch die Weizenkörner. So. Und wieder hinauf. Da oben ist auch noch viel zu dunkel. So, es kommt die nächste Produktion, ne? Das ist doch schön. 39 Stück. Die klaue ich mir gleich erstmal. Kriege ich 24 Stück raus. Na, das ist ja was. Damit kann ich wieder arbeiten. Sind schon wieder so viele drin? Ja. Achso, jetzt muss ich mir hier irgendwo mal so eine Behelfstreppe bauen, die nach hier oben hochkomme. Also dann wird das nichts. Hüpf. So, jetzt bin ich hier oben. Sehr schön. Wo war jetzt die Lücke im System? Einmal eine Lücke. Zweite Lücke. Mehr Lücken haben wir nicht? Das ist doch schön. Ups. Wunderbar. Ah, das heißt, das Gebäude ist ja gleich soweit fertig, bis auf die Verschönerung, die ich noch machen muss. Da ist hier auch schon mal ein Dach drauf. Das finde ich sehr, sehr schön. So. Hast du dein Reisebett mal, dass wir auch schlafen können, weil ich gehe jetzt auf Tonjacht. Ich habe jetzt hier dieses Dach vollendet. Es ist vollendet, ja. Kannst du mit dem nächsten Dach anfangen? Da muss ich aber die Decke jetzt hier einziehen. Das heißt, du hast erstmal ein bisschen Zeit mit Ton. Du hast erstmal ein bisschen Zeit mit Ton. Okay, gehe ich jetzt. Aber nimm dein Bett, falls wir dann schlafen. Ich bin noch hier im Haus. Mich stört das nicht. Bin hier im Haus. Ich muss jetzt nur hier wieder die Verschönerung machen. Das sollte doch eigentlich ganz gut klappen. So. Jetzt brauchen wir mal einen guten, patentierten Erdfahrstuhl. Und zwar den hier. Reicht das schon, um da hinzukommen? Ja, reicht. Steinziegeltreppe. Das war doch schon mal ganz gut. Zack und so. Brauchst du noch was für den Erdpfad? Für das? Für was? Was du da jetzt gerade baust, brauchst du noch Holz?
Holz brauche ich immer. So, das sieht so schon mal ganz gut aus. Geil. Soll ich für Hölz hier noch mit besorgen? Ist egal, bring irgendwas mit, was da ist. Eiche und Birke, ne? So. Die Spinne hat sich's nicht genau überlegt. So, immer ein bisschen. Licht dran, ne? Genau, hier ist gar kein Licht dran. Sollten wir vielleicht hier kurz mal so ein Licht dran bauen. So, wenn nicht so dunkel ist. Weißt du? Ja. So, gehen wir hier wieder rein. So, das Dach drüben ist jetzt auch schon fertig. Wie viel Stein haben wir jetzt hier? 12. Ja, ich habe momentan hier genug zu tun, also ne? Da muss ich als nächstes auch erstmal die Innenverkleidung noch machen und. Womit machst du die Innenverkleidung mit? Mache ich mit die Birke habe ich vor, die mit Birke zu machen, weil es ja einfach heller ist. Dann organisiere ich noch Birkenhölzchen, ne? Ja. Ich war jetzt diese Hütte auch schon mal fertig. Das finde ich sehr, sehr zum Vorteil. Achso, das geht ja so wieder nicht. Stimmt ja. Müssen wir kurz zubauen. So. Ja, so. Super geklappt. Jetzt bauen wir mal ganz auf der Seite auch nochmal. So, das hat er auch gemacht, das ist schön. Und hoch. Hat er auch gemacht, super. So. Das sieht doch schon wieder ganz gut aus. Das gefällt mir. So, diese Hütte haben wir soweit schon mal fertig gemacht. Ich hoffe, es gefällt dir auch. Ha? So, ich muss mal hier nochmal kurz was machen. Jetzt habe ich mich vergessen. Ist hier in die Mitte? Da ist die Mitte. Super. Ich finde es klasse. So. So, es wird Nacht. Möchtest du schlafen? Ja. Ja, warte, ich laufe jetzt ganz schön nach oben hoch. Die anderen Gesellen noch da, sonst wird das nichts mit dem Schlafen, ne? Der AJ ist noch da. Der wird sich bestimmt nicht schlafen legen. Also, durcharbeiten. Du bist ja eh hier vor Ort, dann geht das ja. Behaupte ich mal, ne? Oder? Ja.
Ich mach mal alles rein, was ich erstmal nicht mehr brauche. Will nicht fragen, wann der Opa schlafen geht. Ich wollte auch einpacken, ich blöd Mann. Steinziegelstufe rein da. Da muss ich mein Reisebettchen reintun, genau. So. Und Pixel Panther ist auch wieder da, so wird dann nichts mit schlafen. So. Bis dahin. Was könnten wir jetzt machen? Ich könnte die Inneneinrichtung weiterbauen. Das könnt ihr machen. Siehst du die Inneneinrichtung? Das kann ich doch machen. Das heißt, ihr braucht Birkenholz. Dann Birkenholz. Stufen. Da. Na, Schoki? Was machst du? Gucke schon was für die Küche aus. Okay. Vielleicht reiße ich die Decke hier nochmal raus, dass wir hier eine helle Decke einbauen, oder? Ich weiß es noch nicht. So, ist das eigentlich soweit fertig? Nein, ist da noch nicht. Ah, das ist doof. Muss ich auch den ganzen hinsetzen, ich blöd Mann. Da baue ich jetzt erstmal hier hinten noch ein bisschen was hin. Wo macht der das denn so? Das richtig setzen, dann geht das auch. Ja, das war total verkehrt gebaut wieder. Ja, kommt der Schmersch heute leider doch nicht mehr. Müssen wir ein bisschen den Balken noch reinziehen vielleicht. Mal. Natürlich nicht so. Ist ja klar. Oh. Warum macht er das denn nicht? Na komm. Dann machen wir es so. Geht auch so. So, hier, das wird unser Essraum hier hinten. Da müssen wir noch zubauen. Habe ich noch gar nicht gemacht, aber ja. So machen, ne? Mal so. Genau. Machen wir auch so. Super. Du kommst voran, Schoki? Ja. Das ist doch schön. Was hier nochmal? Zwischenwand reinziehen. Wir müssen irgendwann in den Nether gehen, weil wir unbedingt Glowstone brauchen. So, das ist jetzt hier sowas zugebaut. Jetzt habe ich hier natürlich. Ich muss jetzt auch noch ein bisschen zubauen. Stimmt.
Okay, das ist jetzt alle. Ja, später. Also hier sind wir auch schon mal fertig mit dem Dach. Das gefällt mir ganz gut. Aber da kann man sich hier ohne Probleme rumlaufen. Ach, Schoki, wo bist du denn gerade? Bist du draußen? Nee, in der Küche. Ach, in der Küche. Das ist auch nicht verkehrt. Auf jeden Fall muss in der Küche noch ein bisschen mehr Licht rein, ne? Ah, dazu brauchen wir nochmal Glowstone. Wir haben nicht mehr so viel. Das reicht alles nicht. Ja, mit Glowstone und Staub haben wir noch ein bisschen was, aber nicht allzu viel. So. Dummdi, 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 dumm. Und dann muss ich ja mal die nächste Etage jetzt vom Wohnhaus bauen, weil sonst kommen wir da nicht weiter, weißt du? Soll ich auch wieder eine Eichendecke reinziehen? Eichenfuß, ach, zieh einen Eichenfußboden rein. Ja, kannst du machen. Machen wir jetzt überall einen Eichenfußboden drin, dann machen wir das auch weiterhin so. Ja. So, jetzt muss man es hier nur irgendwie mal hochbauen. Ich arbeite gerade über dir, falls du mich suchen solltest. Ne? Gut. Ist? Was ist ein Block? Sehe nicht. Da ist er. Muss er mal weg, der Block. Toll, runtergeplumpst. Also wieder rauf. Hüpfen. So. Das heißt, dieser Block, der kommt dahin. Zwei von denen? Ist wieder welcher? Wollt ihr doch gar nicht. Der muss wieder weg. Der soll doch da rein. So. Den Rest füllen wir mit den normalen auf. Müsste das eigentlich alles soweit dicht sein, oder? Gucken wir mal. Ja, es sieht aber ganz gut aus. Ist soweit ganz dicht. Super. So. Wir haben die Tamti. Ja, später, nicht jetzt. Später. So. Nein, es ist Tag. Produktion nicht abbricht, weißt du? Ja, das ist doch schön. Hey. Oh, ich kann nichts machen. Was ist das denn? Ich bin tot. Oh. Oder vom Zombie erschlagen. Hast du die Tür offen gelassen in der Werkstatt? Weiß ich jetzt nicht, glaube ich nicht. Ich kam nicht weg, ich war eingekesselt. Der hat mich tot gemacht. Super. Das gibt's ja wohl nicht. So. Immer die Türen zumachen. Ich laufe jetzt wieder zurück. Ah. Hast höchstwahrscheinlich die Tür offen gelassen. Sonst, wie soll sonst der Zombie reinkommen? Na gut, bin mal wieder gekrepelt. Ah. War blöd, wenn man krepelt, finde ich. Ja, man muss halt nur die Tür zumachen. Aber wenn die ist offen, bist du zu Hause, guck mal, ob die Tür von der Werkstatt offen ist. So oft bin ich noch nie in Minecraft gekrebelt wie in dieser Version.
aber nichts zu fressen dabei. Ist egal, wenn ich kribbeln wir jetzt nochmal. Ist doch egal. Ach, ach du Scheiße. Ja. Das andere Bett habe ich abgebaut, das ist ja nicht mehr da. Unterwegs, du kannst dann auch Beeren pflücken für den Efeu. Das mache ich immer, wenn ich krepe. Ich laufe jetzt, das ist egal, ich laufe jetzt. Hast du schon nachgeguckt, ob die Werkstatttür offen ist? Traust dich nicht, ne? Wenn ja, hast du mich auf dem Gewissen. Weil wie soll sonst der Zombie reinkommen? Gestern sind sie da noch gespornt, ja. In der Werkstatt. Bist du schon in der Werkstatt? Nein, du sollst mal gucken, ob die Werkstatttür offen ist. Ich bin auf dem Weg, ich kann nicht so schnell, ich bin gerade am Schwimmen. Ich habe dich gerade gefragt, ob du vor Ort bist. Habe ich keine Antwort drauf gekriegt. Ja. Wenn du nicht vor Ort bist, bist du nicht vor Ort. Ja, das üben wir noch ein bisschen. Bin ich vor Ort. Flügel habe ich wohl. Ja, die war offen. Ja, siehst du. Also hast du mein Tod offen gewesen. Freunde, merkt euch, achtet auf eure Ehefrauen und Freundinnen. Sie killen einen, wenn man Pech hat. Ey, ist aber gut, ne? Was hat mich denn auf dem Gewissen, hä? Wer war denn das? So, gleich bin ich verhungert, ist auch egal. Dann sterben wir nochmal. Ich hab gesagt, du sollst Beeren essen. Dann hier gibt's keine Beeren. Ich krebel dich nochmal ein wenig die Sachen weg, ist auch egal. Bin ich glaube an den Knurris Möhren, dass du wenigstens ein bisschen was im Leib hast. Ich bin jetzt auch ein bisschen fast zu Hause. Dann komm ich, ach so, ich, ja klar. Ich habe auch nicht meine Flügel gerade an, ist ja klar. Da kann ich auch nicht so hoch hüpfen. Hier drin ist spawnen neue Baumbarts, die muss ich killen. Vielleicht, wenn ich zu Hause bin, einfach mit der Axt wieder hier rüber gehen und die Bäume abbauen, mit denen noch mehr Baumbarts entstehen. Ei verpipscht. Arsch. Freunde, Schuke hat mich offen gewesen, genau. Die hat die Tür offen gelassen und jeden reingelassen. Wer rein wollte. Bleib mal stehen, ich hab was zu essen für dich. Bleib mal stehen. Die paar Meter schaffe ich jetzt auch noch. Ach du Scheiße, der Baumart ist zu auf unserer Seite. Der muss weg. Den muss ich jetzt versuchen zu killen irgendwie. Aber jetzt nicht mehr ohne Rüstung. Ja, das ist klar, ohne Rüstung nicht. Hat er dich gleich. Aber wenn der hier irgendwas hinpflanzt hier. Vielleicht mit dem Lava-Eimer, vielleicht kann man ihn ja anstecken. Tut mir zwar leid für ihn, aber er hat hier nichts zu suchen. So. Oh, dann. Oh, toll. Gleich eingeschnappt sein, wie gut passiert. Man macht die Tür zu, sondern normalen Leben machst du die Tür doch auch zu, oder nicht? Ja. Ja. Ah ja. Ich verstehe schon. So. Ich muss ja mal alles wieder umpacken. Hier ist ordentlich für dich. Sieht ja fürchterbar aus. Wo ist mein Schwert? Mein Schwert da noch drin? Ich sehe mein Schwert gar nicht. Ich habe mein Schwert verloren. Na, das ist ja toll.
Kann doch nicht verloren sein, es kann doch da nur irgendwo bei sein. Kann nicht weg sein. Ich habe es aber nicht mehr. Ich habe kein Schwert mehr. Super. Klasse. Hat ja voll was hingehauen. Mein Schwert ist weg. Super. Ich habe nur das lustige Goldschwert. Oh, toll. Löschen. Ich denke, man kriegt alle Sachen wieder. Und hast du das angesammelt? Ich habe nur meine Schwerter. Bananenpower habe ich, den hast du nicht. Ich habe kein Schwert mehr. Super, klasse. Bin begeistert. Kannst auch nicht eingesammelt haben, weil ich gar nicht bei dir in der Nähe war jetzt. Jetzt wurde vor. Okay. Warum ist hier ein Kürbis drin? Warum ist hier ein Kürbis drin? Ich habe mein Schwert. Hat das Lagersystem eingezogen. Ich muss ja sagen, das Schwert, das kann nicht weg sein. Ja, und wie kommt der Kürbis hier rein? Kürbis ist Essenswahl. Gehört dann drüben rüber. Chucky, was machst du? Das war ein Fehlgriff, sorry. Du musst ja wissen, ob du in der Küchenhaus bist oder in der Werkstatt. So. Na, da weiß ich schon den Titel für diese Folge.